Besuch. Von der Polizei. Ach, schau. Ich habe nach einer Pflanze gesucht. Ach, schau. Die kleinblütige Bergminze. Ich mache gerade was zu essen. Haben Sie Hunger? Ja, sie hat Hunger. Was will die hier? Sie ist ein nettes Mädchen. Mädchen wurde ich aber auch schon lange nicht mehr genannt. Naja. Wer ist ja schön. Das ist Bertha. Sie wurde uralt und war unsere Beste. Deswegen konnten wir ihr ja auch das Heil, mein Führer, nicht mehr abgewöhnen. Sowas steckt zu tief drin. Ich bin Katharina. Das ist Margarete und sie ist... Ich bin Isolde. Sind Sie Schwestern? Nein. Ja? Ja, sowas wie Schwestern im Geiste, Freundinnen, schon seit langem, Schulfreundinnen. Und Sie leben hier gemeinsam? Ja. Ja? Ja. Und wie heißt du? Clara. Clara Blum. Schön. Schön bist du. Erzähl von dir. Du bist bei der Polizei? Wo denn da? Mordkommission. So. Das muss doch eigentlich frustrierend sein, dass die Welt einfach nicht besser werden will, egal wie gut man auf sie aufpasst. Das ist genau die Frage, die sich Polizisten niemals stellen sollten. Ich stelle sie. Ich antworte aber nicht. Dachte ich mir. Darum geht's nicht. Worum geht es? Es ist nicht immer der eine Fall, dass da Gerechtigkeit herrscht. Darum geht's. Und du? Verhilfst der Gerechtigkeit zum Sieg? Ich bemühe mich darum. Du hast noch gar nicht erzählt, worum es bei der kleinblütigen Bergminze geht. Nein. Du erzählst nicht alles. Nein. Dienstgeheimnis? Nachrichtensperre. Wird schon seinen Sinn haben, dass du bei uns gelandet bist. Ja? Ja. Wo waren Sie gestern Abend und nachts? Na hier. Wo sonst? Das da draußen ist doch nicht mehr unsere Welt. Wie selten ist die kleinblütige Bergminze wirklich? Sehr selten. Ich möchte ausschließen können, dass ihr diejenigen seid, die ich suche. Dann schließ es doch aus. Aber bitte nicht ausschließen, dass wir vielleicht diejenigen sind, nach denen du suchst. Was willst du von uns? Hör auf zu suchen. Triff Entscheidungen und fang an zu sein. Margarete ist Buddhistin. Nein, ich bin ein Mensch. Margarete war immer schon ein bisschen pampig. Margarete mag es sehr, wenn man in der dritten Person über sie spricht. Wir kennen das. Dieses Wühlen in einem. Dem nachzugehen, führt zu rein gar nichts. Aber sie muss es. Sie ist Polizistin. Kennt ihr Josef Christ? Ja. Ein hübscher Mann. Ihr seid ihm begegnet. Wer nicht in dieser Gegend, geht's um ihn? Ja. Ist er tot? Ja. Willst du das Haus durchsuchen? Vielleicht sind wir es ja gewesen. Nein, heute nicht. Ja, da musst du jetzt die Suppe kosten. Gut. Na, also, nein, das ist ja nun wirklich nicht meine Aufgabe. Dafür zahle ich Sie. Ja. Entschuldigung. Ja, bitte. Arbeiten Sie hier? Ja, schon. Das ist ja großartig. Der junge Mann hilft uns. Ist ja da niemand, der sie bedient. Wo sind denn bitte die Umkleidekabinen? Wir haben keine Umkleidekabinen. Der schnelle Kampf, ohne zu zaudern,
Das ist unser Geschäftsprinzip. Aber woher soll ich wissen, ob mir das passt? Das sehe ich von hier, dass das passt, meine Dame. Wie finden Sie den? Nicht so gut. Das macht Sie streng. Das liegt nicht im Hut. Ich schwanke zwischen diesem oder diesem. Ganz ehrlich? Ganz. Ich würde beide nehmen. Das steht Ihnen hinreißend. Hand aufs Herz. Sie kriegen Provision. Nein. Ist das schön. Unser Eins wird ja so selten umarmt. Entschuldigen Sie, Herr Heinrich. Alles gut, Mensch. Entschuldigen Sie bitte. Ich übernehme sofort. Entschuldigen Sie. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Was machen die da? Wir feiern heute ein Fest. Wir verbrennen den König. Wen? Das Königsfest. Kennst du nicht? Weltgewandt und himmelwärts. Jedes Jahr im Herbst. Ihr wart Schulfreundinnen. Wir waren auf derselben Schule. Freundinnen sind wir erst geworden, als wir uns auf einem Klassentreffen wiedergesehen haben. Wann war das? Mein Sohn war gerade gestorben. Und Isoldes Mutter. Wir hatten alle drei keine Kraft mehr, der Einsamkeit zu gehören. Das verstehe ich gut. Sollten mehr Menschen machen. Nicht aufgeben. Neu anfangen. Was suchst du, Clara Blum? Ich weiß es nicht. Eigentlich meinte ich, was du bei uns suchst als Polizistin. Auf die Liebe, auf das Leben. Auf die Freiheit. Und den König. Du hast Angst vor dem Tod. Und die Angst kommt in Wellen. Und manchmal droht sie, dich zu verschlucken. Ich lebe mit dem Tod. Ich habe seit Jahrzehnten jeden Tag mit ihm zu tun. Und jetzt hast du begriffen, dass du sterben musst. Und dass du nicht mehr jeden Tag stärker wirst, sondern schwächer. Und dass du nichts bestimmen kannst. Gar nichts. Ich hatte mit 30 zum ersten Mal Krebs. Ich habe mich dran gewöhnt. Ich habe das Leben immer geliebt. Aber ich kann das plötzlich nicht mehr spüren. Ich erkenne mich selbst nicht wieder. Das Leben ist flüchtig, flatterhaft, empfindlich. Eine ganz schöne Zicke ist das Leben. Aber es ist auch die schönste auf dem Ball. Alle wollen doch nur das Leben spüren, dieses kleine Luder. Prost auf uns. Auf uns. Auf uns. Auf uns. Katharina? Isolde? Margarete? Okay.
Clara. Wie schön. Wir essen gerade. Komm doch rein. Schaut, wer wieder da ist. Clara. Nein, Clara, nicht. Helfen Sie mir. Das hatten wir doch schon. Hier hört dich niemand. Ich bin von der Polizei. Na, Gott sei Dank. Hat dieser Quatsch schon Ende. Er blutet. Ich nehme ihn mit. Ja, bitte. Mich doch raus jetzt. Da steckt aber noch sehr viel Polizistin in ihr. Können wir das riskieren? Was willst du machen? Sie umbringen? Ich tue sie mal zu Bertha so lange. Nicht. Wirklich nicht. Max, du gehst nicht nach Haus. Du gehst fort, aber nicht nach Haus. Sind Sie wahnsinnig? Hört auf. Katharina, hört auf. Ich habe Ihnen doch nichts getan. Doch. Das haben Sie. Sie und Meier und Christ, wegen Ihnen ist die Welt, in der wir alle leben, nicht mehr zu ertragen. Hummersuppe? Hummersuppe am Arsch! Schade. Ja? Da wird jemand vermisst. Maximilian Heinrich. Seit wann? Seit gestern. Die Tochter sucht ihn. Er wollte die Enkelin abholen. Ist das dieser Textiltyp da? Mit dieser Riesenkette? Seit einigen Tagen ständig in den Medien. Ja, sicher bin ich mir natürlich nicht. Aber für Heinrich gibt's keine Lösegeldforderung. Die gab's für Christ auch nicht. Ja, und wie lange ist Frau Blum bei denen? Ja, von einer Stunde und sie geht nicht ans Handy. Das kann ich alles nicht glauben. Wir glauben nichts, ehe wir es nicht wissen. Okay, bis gleich. Ja, bis gleich. Hauptkommissarin Clara Blum, Nachrichten, bitte. Scheiße. Er wird diese Nacht nicht überleben. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Es wird uns halt nur freuen, wenn er ein Einsehen hätte. Man kann nicht mit jeder Schweinerei davonkommen. Ihr überhebt euch. Das geht über euer Recht. Was interessiert Sie denn? Eine Fabrik in Bangladesch? Warum lassen Sie ohne Probleme Hunderte von Menschen verbrennen? Das ist doch Wahnsinn, dass Sie das so sagen. Es ist Wahnsinn, dass sie ihre billigen Kleider dort nähen lassen und dass es ihnen egal ist, dass die Menschen dabei sterben. Und es ist Wahnsinn, dass sie damit durchkommen. Die Welt muss in der Balance bleiben. Es gibt die einen, die sind auf der einen Seite und die anderen sind auf der anderen. Wir sind dafür da, dass die Welt nicht kippt. Wissen Sie, dass Bangladesch uns Unternehmer angefleht hat, dort weiterhin Fabriken zu unterhalten. Ohne uns würden noch viel mehr Menschen dort verhungern. Lesen Sie keine Zeitung! Jetzt wird er gleich sagen, dass jeder, der Billigjeans trägt, mitschuld ist am Tod seiner Arbeiter. Meinen Sie, das ist schön, einen Anruf zu kriegen, dass 200 oder 300 Menschen gestorben sind, die Männer, Frauen, Kinder, Eltern hinterlassen, die jetzt nicht wissen, wie sie weiterleben sollen. Darüber darf man nicht zu lange nachdenken, sonst wird man verrückt. Aber was ist die Alternative? Es muss weitergehen. Immer weiter. Das Spiel muss gespielt werden, bis zur bitteren Neige. Wir kommen auf die Welt und sind schuldig vor unserem ersten Atemzug. Das ist keine Entscheidung. Das ist
der Kern des Menschen. Sehen Sie es doch mal so. 300 Tote bedeuten 300 neue Arbeitsplätze. Rache ist kein Weg. Er ist am Ende. Wir nehmen keine Rache, Clara. Wir sorgen für Gerechtigkeit. Ihr seid nicht Gott. Der macht's ja nicht. Ich verblute. Er ist am Ende, jetzt lasst ihn doch! Clara, Carsten Meyer, der in einer Villa gelebt hat, die größer ist als mein Heimatdorf, hat Hunderte von Menschen in Unglück und Armut gestürzt. Margaretes Sohn hat sich umgebracht. Und Josef Christ hat dafür gesorgt, dass das Fremdenfeindliche in unseren Fernsehsendungen wieder bequem Platz nehmen und breit grinsen darf. Dass die Trottel, die die Asylantenheime anzünden, wieder einen klugen Kopf haben, auf den sie sich berufen können. Und unser Maximilian hat gezeigt, dass es im ganz großen Geschäft nie um die geht, um die es gehen sollte, die Menschen, sondern nur um ihn allein, um seinen Profit, um seine Macht, um seine Gier. Ich bitte Sie. Ich bitte Sie. Ich weiß, dass Sie kein Geld wollen, also biete ich Ihnen keins an. Aber was kann ich Ihnen geben, dass ich hier weg kann? Er hat es immer noch nicht verstanden. Das ist nicht die Frage. Sie nehmen sich das Recht aus, mich zu foltern. Ich kann mich nicht bessern. Ich darf mich nicht ändern. Ich kann nur Einsicht haben und über den Jordan gehen. Jetzt hat er es verstanden. Sagen Sie, warum? Du bist reich geworden auf der Asche der verbrannten Arbeiter. Finden Sie das nicht arg verkürzt? Es ist immer alles komplizierter, das ist ja das Problem. Die Welt ist unüberschaubar. Es gibt keine einfachen Lösungen. Jeder hat für alles seine Gründe. Das ist Demokratie. Geht's dir nicht gut?
Heinrich? Clara! Hören Sie mich? Maximilian Heinrich? Herr Heinrich? Hören Sie mich? Hören Sie mich? Mm-hmm.